Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Zuschauerfrage und ein großes Thema, ein wichtiges Thema, ein Thema, was die Fischgesundheit und vor allem den Start, was den Start ins Hobby und vor allem die Fischgesundheit betrifft. Sie kommt von Matthias und Matthias schreibt: Hallo Martin, hallo Tim. Ich habe noch mal eine Frage zum Einfahren des Filters. Dieses Frühjahrs habe ich mir eine Innenhalterung samt neuem Filter gebaut. Gesamtwasservolumen ca. 1000 Liter, davon etwa 250 Liter im Filter. Die Fische schwimmen dort dauerhaft bei 24 Grad. Mein Problem ist, dass ich leider nicht so viel füttern kann, wie ich gerne würde, beziehungsweise die Koi auffressen würden, da mir sonst das Nitrit durch die Decke geht. Ihr empfiehlt ja auf eingefahrenes Biomaterial zurückzugreifen. Diese Möglichkeit habe ich nicht, da ich niemanden in meiner Nähe kenne, von dem ich Material bekommen könnte. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, die Wasserwerte während der Einfahrphase einigermaßen konstant zu halten und die Bedingungen für die Koi zu verbessern? Aktuell arbeite ich mit täglich 10-15% Wasserwechsel und einem möglichst konstanten Salzgehalt von 0,15. Über weitere Tipps und eine Beantwortung im Blog würde ich mich freuen. Beste Grüße aus Paderborn, Matthias. Lieber Matthias, herzlichen Glückwunsch, du machst eigentlich alles richtig. A, deine Temperatur ist hoch, 24 Grad, da wachsen die Bakterien, die Nitrifikanten, besonders gut. Ich glaube, das Optimum haben die sogar bei 6, 27 Grad. Du hältst den Salzgehalt auf 0,15, sprich, das Nitrit, das unweigerlich entstehen wird, wird dadurch aber auch wieder für die Fische in Anführungszeichen einigermaßen ungefährlich, hilft auch, das Ammonium abzuatmen, also die Abatmung des Ammoniums wird dadurch leichter und die 10-15% Wasserwechsel, die helfen auch für ein gutes Milieu. Allerdings, und das wissen wir, damit können wir schlechte Ammonium- und Nitritwerte nicht, und zwar überhaupt gar nicht in der Einlaufphase, kontrollieren. Viele haben gedacht, wenn sie jetzt 50% Wasserwechsel machen, dass dann das Nitrit um 50% runtergehen. Geht's? Genau nach dem Wasserwechsel, man schaut ein paar Stunden später, das Nitrit ist wieder oben, woher kommt's? Das Nitrit, müssen Sie sich vorstellen, die Fische, wenn sie gefüttert werden, atmen permanent Ammonium ab. Und dieses Ammonium wird dann im Filter in Nitrit umgesetzt, wenn die Ammoniumphase schon am Laufen ist, dass das Ammonium abgebaut wird, wenn man da ausreichend Bakterien hat. Und das Nitrit staut sich dann an. Und jetzt mache ich einmal, verdünne ich mein Wasser runter und am nächsten Tag ist es wieder da, weil einfach entsprechend viel Ammonium wieder in Nitrit umgesetzt wurde. Was ich dir empfehlen kann, ist, so weiterzumachen, gib den Fischen nicht so viel, wie sie fressen wollen, sondern gib den Fischen so viel, wie es dein Filter verträgt. Und wenn du in der Einlaufphase die 0,2 mit zwei zugedrückten Augen mal ein bisschen ignorierst und sagst 0,3, 0,4 ist auch in Ordnung bei deinem Setup mit dem Wasserwechsel, was in anderer Hinsicht auch wieder hilft, zwar nicht fürs Ammonium und Nitrit, aber einfach, dass die Gesamtumwelt gut dasteht. Mit deinem Salzgehalt, mit deinem Wasserwechsel, mit deiner Temperatur, dann können die das schon über eine relativ lange Zeit sehr gut machen. Du fütterst sie also auf dem Erhaltungsbedarf und nicht auf dem Wachstumsbedarf. Und du wirst dich wundern, bei den Temperaturen geht es dann auch wirklich irgendwann mal ratzfatz, dass der Filter läuft. Das geht wirklich auch so. Wir kennen ja jetzt alle die Corona-Kurven, die Inzidenzen, die Fälle, die erste Welle, die zweite Welle, die dritte Welle. Das geht immer hoch, 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 hoch. Und irgendwann kommt der Kipppunkt und dann fällt es plötzlich nach unten. Und genauso ist es mit dem Ammonium und Nitrit auch. Ich kenne Leute, die hatten 1-2 Milligramm Nitrit. Auch das können Fische mal kurzzeitig ertragen. Wenn Salz im Wasser ist, sollte man ihnen aber, wenn möglich, nicht zumuten. Und plötzlich innerhalb von einer Woche ist das wie von Geisterhand weg. Und das heißt, dann läuft der Filter. Von was ich ausdrücklich warnen möchte, ist diese bekannten und von mir wirklich nicht geliebten Produkte, diese Filterstarterbakterien und wie sie alle heißen, einzusetzen, weil das sind tatsächlich Konkurrenten zu meinen nitrifizierenden Bakterien, die ich tatsächlich brauche. Sprich, ich kann die ins Wasser geben, Ammoniumnitrit geht runter, ich freue mich, juhu, aber da passiert genau das Gleiche wie beim Wasserwechsel. Irgendwann sterben diese Bakterien ab. In der Regel reichern die sich nicht im System an, wachsen dort also nicht von alleine und ich bringe mein System in eine Abhängigkeit. Ich müsste die dann immer wieder nachimpfen. Aber was noch viel wichtiger ist, was passiert, sie sind knallharte, gnadenlose Nahrungskonkurrenten zu den Bakterien, die sich im System ansiedeln, die auf natürliche Weise kommen. Also unsere Nitrifikanten haben dann nicht genügend Nahrung, um in kurzer Zeit wirklich eine stabile Biologie zu bilden. Und drum Finger weg von den Produkten, einmal durchgehen und es wirklich über die Futtermenge regulieren. Bei 0,4 irgendwo im Nitrit, im Tagesverlauf mein Stop.
setzen und sagen, und wenn es da ist, dann ist die Futtermenge jetzt mal erreicht. Und je öfter man misst, ja, und es vielleicht auch kurz dokumentiert, kann man sich so eine Inzidenzlinie basteln, eine Nitritlinie oder Ammoniumlinie basteln. Und dann sieht man auch, wann es zu kippen beginnt. Und dann kann man sich auch recht gut an die maximal verträgliche Futtermenge rantasten. So, und ich denke, bei 24 Grad bist du da in 2-3 Monaten komplett durch. Das heißt jetzt nicht, dass du 2-3 Monate schlechte Wasserwerte hast, aber nach 2-3 Monaten sollte die Anlage dann so stabil sein, dass sie dann auch größere Futtermengen verträgt. Aber auch danach wirst du merken, kannst du das Futter nicht einfach beliebig erhöhen oder runter und hoch und runter und hoch. Das wird immer 1:1 sich auch wieder in den Ammonium- und Nitritwerten abbilden. Also, vielen Dank, Matthias, für deine Nachricht und für deine Frage. Ich hoffe, es einigermaßen verständlich erklärt zu haben. Mach's gut und bis dann. Ciao.